Hallo Anne. Hallo Hanna, ich will heute mit dir beten. Unser Vater im Himmel. Anne, ja? Ganz kurz, stopp. Ja. Also ich finde es jetzt ein bisschen doof, dich dabei zu unterbrechen, aber ich kenne es als Vater unser und nicht andersrum. Ah, okay, ja, finde ich voll gut, dass du gleich reingegrätscht bist. Ja, das liegt daran, dass das Gebet kommt ja aus der Bibel. Und der Urtext, also die älteste Form davon, ist auf Altgriechisch. Und im Altgriechischen übersetzt man ins Deutsche unser Vater. Und dass so viele Kirchen aber Vater unser sagen, liegt daran, dass die erste Übersetzung aus dem Griechischen nicht ins Deutsche war, sondern ins Lateinische. Und da sagt man es halt so rum. Aber in meiner Kirche, in der reformierten Kirche, achten wir darauf, dass wir es so rum sagen. Okay, ist auf jeden Fall logisch. Ist ja auch schon das bekannteste Gebet, oder? Ja, auf jeden Fall. Also alle Christen auf der Welt beten genau dieses Gebet, egal zu welcher Kirche sie gehören. Und woran liegt das? Dass es so das, ich sag mal, Mainstream-Gebet ist? Wo kommt das her? Also, das Gebet kommt aus der Bibel. Und zwar hat Jesus das gesagt. Der hat eine große Rede gehalten, Bergpredigt heißt die. Und da hat er uns Menschen ganz viel mitgegeben, was wir in Zukunft beachten sollen, wenn er nicht mehr da sein wird. Und eins davon war, dass er gesagt hat, ihr sollt beten und zwar genau so. Und dann kommt der Text von diesem Gebet. Heißt das, man muss das Vaterunser ab und zu beten oder reicht auch Freestyle-Beten? Also ich würde sagen, es reicht auch Freestyle-Beten, aber ich kann dir kurz von mir erzählen. Für mich ist nämlich beides total wichtig. Es ist super wichtig, dass ich mit meinen eigenen Worten ins Gebet gehe, weil ja nur so Gott versteht, was mich persönlich gerade umtreibt. Und gleichzeitig ist es voll wichtig für mich auch, dass unser Vater zu sprechen, weil mir das nochmal so das sichere Gefühl gibt, dass ich nicht alleine dastehe, sondern halt in so einer großen Gemeinschaft. Okay, aber ist denn das unser Vater oder Vater unser, wie auch immer, überhaupt noch zeitgemäß? Also Stichwort Vater, ich meine, man könnte ja auch, ne? Mutter, Familie wird irgendwie auch anders gedacht mittlerweile. Ja, voll, auf jeden Fall. Also es ist halt der Wortlaut, wie er in der Bibel steht. So. Und allein deshalb hat es seine Berechtigung, dass wir das auch heute noch sagen. Was ich finde, was immer wichtiger wird, ist, dass wir uns klar machen, was es bedeutet, wenn in der Bibel Gott als Vater beschrieben wird. Denn da lernen wir ja was darüber, wie unser Gott so ist. Und das meint eben genau das, was du beschrieben hast. Also wenn da steht Vater, dann meint das eine gute Elternschaft. So. Also Eltern, die irgendwie die Arme aufmachen, wenn das Kind kommt und irgendwas blöd ist und dann die Arme wieder schließen und sagen, Anne, bei uns bist du sicher. So. Dieses Bild steht dahinter für unseren Gott. Okay, sehr schönes Bild. Aber jetzt sollten wir es dann trotzdem nochmal beten, oder? Ja, auf jeden Fall. Magst du einfach mitbeten? Ja? Ja. Okay, cool. Und ihr alle auch. Genau. Betet mal mit. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Danke, Anne. Danke, Hannah.